Als kleiner Junge saß ich heimlich da und erspähte sie, als sie durch den Rosengarten gingen. Ich sah ihre schlanken weißen Fesseln und ich sage ihnen, ich hatte dieselben hässlichen Gedanken wie alle jungen Burschen. Alle ihre Freunde feiern den Midsommer zusammen. Ein großes Ereignis. Sie ist elegant, unser Fräulein Julie. Oh, diese Taille, dieser Nacken. Hör auf damit. Hab keine Angst, Kathleen. Ich werde nicht mit deinem Verlobten durchbrennen. Offen gesagt, möchte ich niemanden verletzen. Ich stehe zu Diensten. Bringen Sie mir etwas zu trinken. Das kann ich nicht tun. Und wenn ich es Ihnen befehle? Sie spielen mit dem Feuer. Und jetzt küssen Sie meinen Schuh. Ausgezeichnet. Bitte bleib in deinem Zimmer, Kathleen. Nur eine Weile. Es gibt Dinge, die ich jetzt nicht im Griff habe. Ich kann sie nicht beherrschen. Was hast du getan? Doch. Denken Sie, ich verliebe mich in einen Diener. Was für eine Vorstellung. Vielleicht gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen Menschen und Menschen. Diener bleibt Diener. Und Hure bleibt Hure. Reden Sie nicht so scharf mit mir. Jetzt wissen Sie, wie es sich anfühlt. Ich hasse Sie. Gehen Sie mit mir fort. Lasst uns hoffen, dass der Baron nie herausfinden wird, was hier geschehen ist. Im Zimmer seines Dieners, in dieser Midsommernacht. Sie können sich nicht vorstellen, wie anders ich mir mein Leben erträumt habe. Köstlich.